Und damit herzlich willkommen bei Alter Sack zockt. 35 mm. Nun gut, schauen wir mal, ob wir jetzt auch aus der Kanalisation wieder herauskommen. Mehr oder minder unbeschadet. Da sind wir rausgekommen. Oh, es ist ja sogar fast was zu erkennen. Schön. E1 und E2. Was auch immer uns das sagen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Ah, okay. Ich finde es gut. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, es gut zu finden. So wird aus einem Walking-Simulator ein Paddling-Simulator. Auch nicht schlecht. Ich denke, dort drüben könnte ein Ende erscheinen. Oder besser gesagt, das Ende des Paddelns rückt immer näher. Und noch näher. Ah. Nun gut. Unser Kollege Juri gefangen wurde, oder ob wir den noch irgendwo treffen, weil der wollte sich doch eigentlich mit mir... Ach so, eventuell, wenn wir hier rauskommen, steht er denn da fröhlich grinsend vor uns und sagt, hier, mein Junge, nimm dir erstmal ein Tüskier. Lass uns drauf anstoßen. Ach nee, es gibt ja kein kaltes Bier mehr hier. Ah ja. Gut. W rollen, AD und links, bla bla bla. Also soll ich hier irgendwas machen? Ah, eine Drehbank. Ja, schön. Ja, wir drehen die Drehbank. Okay. Das ist fein. So ein bisschen Erste Hilfe. Ach, die kann man immer gut gebrauchen. Ja. Aber da ich nicht weiß, was man hier machen soll,
Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Aha. Brille geputzt. Meine Güte. Aha. Tja, für einige Tage konnte ich nicht aus den Tunneln rausgehen. Bla bla. What kinds of tunnels there are? I did not think that all these areas can be something like these. Also, ja, ja, schön. Irgendwas mit bösen Viechern. Nicht jede Gegend in den Tunneln ist wohl so ruhig wie hier. Hm. Ja, er hat die Tür geschlossen und er hat sie nie wieder aufgekriegt. Er hat weder eine Karte oder sonst irgendwas gefunden. Na ja, gut, okay. Ah. Oh, als letztes hat er irgendwie eine Maschinenpistole bekommen. Hui, 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 hui. Naja, zumindest lese ich das so. Ob das wirklich so ist, ist natürlich eine andere Frage. Mhm. Ah. Oh, oh, oh. Wir brauchen also einen Bolzen. Aha. Deswegen müssen wir an der Drehmaschine arbeiten, an der Drehbank. Hm. Schauen wir doch mal eben noch kurz in die andere Richtung. Ist ja schon lustig, da lagen doch Bolzen im Körbchen. Dass sie die nicht nutzen dürfen? Na, na, na. Oder sind das alles Fehlversuche? Weil hier liegen doch einige drinne. Naja, machen wir mal das Lämpchen aus und die Drehbank an. Was das jetzt bringt, ist die andere Frage. Schauen wir uns das doch einmal aus der Nähe an. Ich sehe uns jetzt schon die ganze Folge hin und her rennen. Ah ja. Ist ein bisschen dünn geraten. Aber wer weiß, ich bin ja ein Dünnbrettbohrer, von daher. I need something stronger. Ich hab's noch gesagt, hör mal, der ist ein bisschen dünn geworden. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Wo waren diese Kaktüre jetzt? Ah, hier.
Wusch. So, dann sind das Rohlinge. Dann sind das gar keine. Oh. Auch keine Rohlinge. Das hat ja jetzt wenig Sinn. Oh, da legt er denn einen neuen ein. Automatik. Uiuiui. Gut. Aber aus der Position ist das sehr schwer zu beobachten. Des Weiteren verbrauchen wir ja gerade Inoshi. So. Probieren wir den mal aus. Das ist natürlich auch nett. Also wirklich nett. Gut, es passt noch nicht so ganz. Auch gut. Sparen wir mal Strom, weil den Weg, den kennen wir ja jetzt schon mehr oder weniger. Und außerdem ist es nett. Video. Oh. Bei dem man nur Fußtrapsen hört. Nein, Scherz. Also haben wir das Ding da jetzt nochmal rein, wenn das überhaupt geht. Als hätte er da einen frischen reingelegt. Alles doch. So. Dann wollen wir mal auf zum nächsten. Oh, hoho, hat der alte Sack denn doch mal jetzt was hinbekommen? Pass auf, knirsch kaputt. Und es wird dunkel. Und er lädt. Wuha. Ja, toll. Es scheint mir fast so, als ob... ja, was? Als ob die Taschenlampe demnächst mal wieder neuen Strom bräuchte. Oh oh. Ist es etwa der Herr mit dem Schießgewehr? Ja, könnte sein, ne? Oh ja, er hat die Flinte ins Korn geworfen und wir nehmen sie nun auf. Ach ne.
Die Schweinehunde kommen. Bisher hatte das Spiel ja wirklich bei mir richtig gute Noten. Aber das ist doch jetzt Kacke, oder? So ein Blödsinn. Naja. Das Spiel hat jetzt sofort von 10 Punkten 8. Ihr Lieben, es tut mir verdammt leid, dass ich da jetzt mächtig allergisch drauf reagiere. Das ist doch Hey, meine Fresse. Die Animation der Hunde ist ganz übel. Überhaupt die Animation. Eigentlich ist viel Spaß. Es ist doch viel Arsch, wenn man hier. Ich hab nicht mal gehört, woher die Hunde kommen. Man sich in diesem Nervenkranker voll Also, im Moment bei dieser Sequenz von 10 möglichen Punkten erreicht das Spiel ein. Thank you.
Nee. Hoffentlich überlebe ich diese Sekunde. Ist das ein Dreck? Macht voll den Spaß, diesen beschissenen Animatoren hier zu sehen. Oder sollte ich sagen, totale Kacke? Wenn ich Glück habe, überlebe ich wenigstens diesmal. Aber ganz ehrlich, das hätten sie nicht mehr als machen können. Nur hat nichts damit zu tun, dass ich Hunde mag und so, ne, ne. Aber, also wenn man was nicht richtig machen kann, dann sollte man es einfach sein lassen. So ein Mist. Nee, ach. So. Genug aufgeregt. Jetzt erstmal tief durchatmen. Ah, nee. Freunde, ja, die Entwickler werden mich nicht verstehen. Was ein Kack. Entschuldigung, das musste mal gesagt werden. Schon die letzte Zwischensequenz mit dem Geballer hat mir nicht gefallen, weil... Ach, hört doch auf, meine Güte. Für wen denn? Also für mich, ich brauche das nicht. Und ich brauche auch keine Hunde mit Stock im Arsch, die hier wackeln wie so Stockpuppen. Usability auch gleich null. So default. Komm wieder runter. Hat keinen Sinn. Eventuell hätte das hier die Hunde vertrieben. Vielleicht warst du einfach nur zu dumm. Und guck mal hier, du Doof. Hier liegt Munition. Das ist auch so ein Ding. Gut. Wie eingangs schon erwähnt. Stimmung. 1. Usability. Und teilweise die Umsetzung. 6 Sätzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mann, Mann, Mann. So, gucken wir doch mal, ob wir hier da das Ding kaputt kriegen. Nee. Weil hier oben liegt ja was. Da würde ich schon gern dran kommen, aber... Oh. Naja, vielleicht wieder irgend so ein Kistenspiel. Die Hunde kann man auch nicht ausweiden. Die Schweinehunde. Ja, vielleicht gut, dass ich keine Rezensionen schreibe, sondern einfach frei von der Leber. Kacke auch Kacke sein lassen darf.
So, der alte Sack versteht mal wieder irgendwas nicht. Ich würde nämlich gerne da oben dran kommen. Und irgendwie würde ich natürlich auch gerne... Ah ja, da muss man eventuell einfach durch so ein Loch nachher ab. Also durch so ein Loch, wo kein Gitter vor ist. So, ich probiere hier nochmal. Kommt man da drauf? Sieht nicht so aus. Naja, komm. Drauf geschissen. Oh, hier gibt es gar kein Ding ohne Loch. Hihi. Jetzt steckt der alte Sack mal wieder in der Bedrolle, nichts zu raffen. Die Leiter übersieht er natürlich. Oh. Ach ja, ja, ach Kollege. Ah. Ihr Lieben, ich glaube, das Spiel hat bei mir richtig verloren. So gern ich in solchen postapokalyptischen Gegenden unterwegs bin, aber das ist ja... Oh. Ja, genau. Na, kannst du denn die Leiter hochklettern? Musst du dir auch erstmal 30 Stunden die Leiter angucken, bevor du denn hinaufgehst? Oder soll das dramaturgisch wertvoll sein? Ich denke nicht. Ich denke, es ist einfach nur Firn. Ne? So, ihr Lieben. Ich habe mich in dieser Folge genug aufgeregt. Ich gebe dem Spiel in der nächsten Folge noch eine Chance. Vielleicht auch noch eine Chance, weil ich einfach dieses Setting so total... Also ich liebe dieses Setting. Aber ey, hier sind so grobe Schnitzer drin. Da komme ich nicht mit klar. Ich bin einfach zu verwöhnt. Ich bin einfach zu verwöhnt. Das ist alles. Ich hoffe, den Leuten, denen das Spiel so unglaublich gefällt, jetzt nicht allzu sehr ans Bein gepisst zu haben, ist es schließlich meine Meinung über dieses Spiel. Und wie gesagt, Setting, super cool. Die Story ja gut. Viel hat man noch nicht erfahren, bis auf diese, ja, Virenepidemie oder was auch immer für eine Epidemie. Ach du meine Güte. Ach nee, ach. Ah, ah. Es hört nicht auf. Oder es geht jetzt erst richtig los. Meine Güte.
Ich denke, ich muss die Musik ausmachen, ne? Nur leider habe ich nicht drauf geachtet, wo es ist. Und mal so ganz nebenbei. Ist die Show jetzt eh vorbei? Alles nochmal Ruhe an im nächsten Teil und dann sehen wir mal weiter. Ja, ihr Lieben, tut mir leid, wenn ich euch den Tag versaut habe durch diese Folge, aber ich meine, oh, du meine Güte, Hunde mit Stock im Arsch und kann es noch schlimmer werden? Ja, das habe ich ja jetzt gerade gesehen. Aber trotzdem, eine Folge gibt es auf jeden Fall noch. Das muss ich mir noch antun. Vielleicht ändere ich ja noch meine Meinung.